Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late, I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night. Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, yeah. Somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listening to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is for Decatur, what's up, Bobby Ray? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this shit? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Thank you.
said, I can guess in, cause I'm hooked on you. You're the exception, breaking all the rules. What's up for better? Nothing less will do. Cause all I want is you. Don't tell me where we're gonna go. Just take me. Right now, every time you close, I'm shaking. Yeah, you're the only one who knows how to save me.
another paper cut from planting roses in concrete. We go from breaking up to making love in the front seat. By now, we should know better, but then you'll get too close. If we go down this road, in this old hatchback, we can't turn back anymore. Cause I wanna know. If we go down this road, spirit up.
Hallo. So. Heute mit Kappe auf dem Kopf. Oh Gott, wie steht hier mit der Kappe? Warte mal. Ja, ja. Heute mit Kappe auf dem Kopf, weil Bad Hair Day. Fürchterlich, sage ich euch. Fürchterlich. So, bevor wir jetzt aber starten, muss ich gerade noch eine Kleinigkeit nachschauen. Ich muss nämlich YouTube Studio. Wie komme ich nochmal am schnellsten ins Studio? Das wollte ich nicht. Studio.youtube, da wollte ich hin. Ich bin wieder top vorbereitet. Ich muss bei meinen Livestreams nämlich noch einstellen, wo das alles hingehen soll. Hier, Playlist, zack, Live Replays. Ja. Das werden wir schon mal einstellen hier. Schon mal speichern. So, haben wir noch Text. Scorn. Live. Gaming. Wieso sieht meine Kappe so aus, als wenn sie schief hängen würde? Das ist fürchterlich. Ja, reicht, glaube ich. Scorn, Live, Gaming, Stream, passt. Passt. Titel des Spiels, Scorn. Jawohl. Beautiful. So, das muss ich mich immer separat einstellen bei YouTube. Aber, we got into Scorn today, habe ich gehört. Habe eben schon mal kurz, einmal kurz das Game gestartet, bin ein bisschen rumgelaufen, um zu gucken, ob die Settings passen. Ich mache direkt mal hier Mucke aus. Braucht ja keiner. Braucht keiner. So, Scorn Play. Und ob der Gaming-Kram. Ah, okay. Aber das war jetzt ziemlich laut, glaube ich. Wir werden sehen. Ich bin ja mal gespannt, ob ich dieses Spiel durchhalte. Ob es wirklich so horrormäßig ist. Oder ob es geht. Ich bin ja eigentlich kein Horror-Fan. Beliebige Taste. Neuladen. Überschreiben. Jetzt gönnen wir uns das Intro. Das hat ein bisschen weh, glaube ich. Dann schauen wir mal. So, hier vorne kann ich, glaube ich, konnte ich nichts drücken. Genau, da meckert er.
kurz was einstellen. Das ist witzig, dass man sagt, ich soll mit Controller spielen. Achso, wahrscheinlich, weil ich den PS5-Controller angeschlossen habe. Ne? Wo habe ich den denn hingelegt? Warte, der ist gar nicht angeschlossen. Der kann gar nicht angeschlossen sein. Das Unfug, der ist gar nicht angeschlossen. Das Spiel ist einfach nur für Konsole optimiert, scheinbar. Okay. Also ein Hard haben wir schon mal keins. Kann ich hier runter? Nee, kann ich nicht runter. Okay. Das heißt, es gibt scheinbar auch erstmal kein Klettern. Auch schon mal spannend. Aber es sieht erstmal sehr, sehr schön aus. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vom Aussehen her hier. Schön viele Details auch eingearbeitet. Weil das Spiel war relativ lange in Entwicklung. Das muss man dazu sagen. Deswegen mal schauen, was sie so erreicht haben in der Zeit. Ob sich das lange Warten gelohnt hat. Soweit ich weiß, haben sie, glaube ich, auch einmal komplett die Engine gewechselt zwischendrin. Vorne haben wir nochmal eine Tür. Also bis hier oben hin war, ich habe geguckt. Aber es lief als flüssig, dann habe ich ausgemacht. Die ist also auch zu. Dann müssen wir wohl da vorne runter. Es scheint auf jeden Fall eine sehr interessante Alien-Technologie zu sein. Bin mir nicht sicher, ob das hier irgendwelchen physikalischen Grundgesetzen folgt. Das ist auf jeden Fall nur eine Zwischensequenz. Ich muss nichts machen. Die Tür ist dann wohl zu. Okay. Dann mal rein mit der Hand. Ich scheine schon mal bluten zu können. Sehr spannend. So, jetzt hatten wir hier vorne noch was. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Art Brutkasten. Kann ich eigentlich mich hinknien oder so? Nee, ne? So, dann haben wir einmal Richtung. Okay. Okay, dann muss ich gleich dran, mache ich gleich. Hier haben wir wieder so ein Teil zum Reinsetzen. Hier haben wir auch wieder etwas. Hier oben ist einfach nur. Okay.
testen wir ihn mal. Okay, das würde ja fast bedeuten, ich muss den hier irgendwie da hinschieben. Ne? Von wo kam ich gerade? Von hier aber nicht, oder? Ja, auf jeden Fall schon mal einen Schatten, aber wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Was ist hier? Ach, das ist einfach nur Licht. Das ist einfach nur Licht. Okay. So, was haben wir hier? Das sieht nach einem Haufen Leichen aus. Entweder die Schoße ist einfach nur ziemlich alt oder hier ist ziemlich viel schief gegangen. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, als muss ich die Karre, die ich eben hatte, hier hinbringen. Das sieht zumindest alles so aus. Also scheinbar... Okay, jetzt sind wir wieder hier. Na gut. Gehen wir mal weiter gucken. Ja, hier ist gefühlt wirklich alles eklig bis jetzt. Das ist so ein Mix aus mechanisch und synthetisch tatsächlich. Das hier scheint alles Eier gewesen zu sein. Also hier ist irgendwie ganz viel abgefuckter Kram dabei. So, das ist wieder ein Arm. Ich kann wieder irgendwas sich nehmen. Wir können hier rüber. Ne, der holt das Ei da raus. Okay.
Scheinbar brauche ich hier für ein Item. Was haben wir hier? Ist ein Aufzug. Das ist ein Aufzug. Den holen wir gleich. Jetzt mal kurz 10 gucken. Damit komme ich dann wieder hier hin. So, lass uns mal hier rüberlaufen. Okay. Hier ist das komische Tor. Ich glaube, hierhin muss ich den ganzen Krempel bringen. Glaube ich. Sobald ich das wieder loslasse, geht das direkt zu, ne? Ja. Das heißt, hier fehlt mir irgendwas. Genauso dort. So, da ist die Kralle gewesen. Hier ist, hier vorne ist so ein komischer Wagen. Den kann ich aber weder verschieben noch benutzen. Nur, den kann ich wohl noch bewegen, den Arm. Wenn ich ihn jetzt verwende, macht er diesen hier. Okay. Auch keine Hilfe. Und scheint halt einfach wirklich so bis jetzt mehr so gruselig, noch nicht so richtig Horror, aber gruselige Atmosphäre und halt Rätsel zu sein. So, wir hatten hier vorne, glaube ich, irgendwo einen Eingang. Genau, hier ist der Aufzug. Dann fahren wir mal hoch. In der Hoffnung, es geht. Nebenbei noch eine schöne Fassbrause gönnen. Fassbrause 100. Tatsächlich kann ich auch sprinten. Also, eventuell später nochmal relevant. Okay. So, was haben wir hier? What are you? Ich habe hier wieder zwei Sachen. Was kann ich hier mitmachen? Okay. Ah! Da ist aber kein Ei. Das heißt, ich muss erstmal links oben hin das Ei bekommen. Das scheint noch ein intaktes Ei zu sein. So. Ende. Du mir noch mal das Ei. So, aber nicht so erfolgreich. Was ist denn damit jetzt passiert? Ich geh mal gerade runter gucken. Vielleicht war es das schon? Nee, das kann es doch nicht gewesen sein. Lass mal hier rüber gucken, bitte. Thank you.
Ich gehe davon aus, dass ich hier oben halt ein Ei bekomme, aber ich weiß nicht, wie ein ganzes Ei aussieht, weil das scheint ja nicht korrekt gewesen zu sein. Hier ist zu. Das heißt, hier komme ich erst später dran. Dann hinkeln wir mal zurück. Ja, dann muss ich mal gucken, weil das sah irgendwie nicht richtig aus. Ich glaube, ich muss da noch irgendwie ein Ei hinkriegen, aber was für ein Ei soll es sein? Ja, das ist übrigens schön, wie sie das hier mit natürlichen Boundaries gemacht haben. Hier rechts kann ich halt nichts mehr holen, auch wenn das theoretisch gehen sollte, weil erstens haben sie da die Schienen kaputt gemacht und zweitens haben sie die Wege da links rechts unterbrochen. Das ist ganz cool gemacht. Nee, hier ist falsch. Wieder zurück. Lässt sich aber erstaunlich gut steuern. So. Guck mal, ob das jetzt funktioniert. Das sieht nach einem ganzen Ei aus. Mal
wieder zurück. So. Hier ist jetzt noch kein Ei, ne? Nee. Wo ist es jetzt angekommen? Oh, guck mal. Mami, Mami, dürfen wir es behalten? Wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn Hugo. Los, Hugo, wir gehen. Okay, Hugo. Wir haben zu tun. Ich glaube, es hat Hugo wehgetan. Und jetzt? Ich glaube, das war nicht richtig. Hugo, warte kurz. Warte kurz, Hugo. Muss gucken, was da los ist. Okay. Hugo, ich muss nach der Weiche gucken. Wie kann ich hier am besten umstellen? Was ist los, Hugo? Hast du Schmerzen? Ah, die gehen wieder weg. Keine Sorge. So. So, Hugo. Wie kriegen wir zwei denn am besten jetzt das Ding hier gedreht? Wir müssen nach links. Irgendwelche Ideen? Hast du Tipps? Hugo? Hm. Ich glaube, Hugo ist heute keine Hilfe mehr. Papi, irgendwas stimmt mit Hugo nicht. Hugo macht wieder Blödsinn. So, denn ich glaube, wir müssen sogar hier vorne rein dann, ne? Ja. Müssen wir. So, wir brauchen einen Mechanismus, mit dem wir Hugo drehen können. Gucken, ob hier oben jetzt irgendwas ist. Ah ja. Okay, sehe ich hier irgendwo Hugo? Da steht Hugo, ich muss also die drehen. Genau, Premium. Machen wir erstmal damit weiter. So. Hugo, ich komme.
Ja, Hugo, ich weiß. Geh jetzt direkt weiter. Und los. Auf zur nächsten Station in der Behandlung. Ich hab mir den Quatsch nicht ausgedacht, Hugo, da müssen wir beide jetzt durch. Hm? Ist ja sonst keiner mehr da, Hugo. Sind ja alle weg. So. Jetzt müssen wir die erstmal da rausheben, glaube ich. Ich glaube, das haben wir hiermit gemacht. So. Zack. So. Ab in deinen neuen Schalensitz. Guck mal, wie angegossen passt der. Und jetzt lass die Behandlung beginnen. Hugo, ich habe keine Ahnung, was er da macht. Hugo ist tot. Na toll. Habe ich jetzt gestern Hugos Hand in der Hand? Na gut. So, Hugo. Ich habe gehört. Das geht schon mal nicht. Das war's wohl noch nicht. Nun denn. Wer meckert denn da jetzt so? Ich kann auch nichts dafür. Geh ich mal hier lang? Wieder raus. Okay. Gehen wir mal hier weiter. So, was haben wir hier jetzt? Aha, eine Suppe. Darf ich noch nicht benutzen? Okay. Damit auch nicht. Muss ich mir jetzt noch einen Hugo holen? Kann das sein? Aber was mache ich denn so lange hier mit Hugos Arm? Ich kann ihn ja nicht ablegen. Oh, ich kann ja mal runtergucken. Interessant. Hm. Vielleicht irgendwas, was ich noch betätigen kann. Da komme ich so nicht rein, ne, in den Raum hier. Mich fahren. Da leuchtet was. Okay, irgendwie
Dann habe ich das Gefühl, also muss ich einen zweiten Hugo holen. Aber ich kann keinen zweiten Wagen holen. Das kann es nicht sein. Ich darf den Wagen ja nicht mehr betätigen. Schwierig. Vielleicht kann ich oben jetzt hier mit Hugos Hand die Tür öffnen. Das könnte sein. Da könnte ich mal hingehen. Was kann ich jetzt hier noch machen? Passiert doch irgendwas? Nee, ne, ist deaktiviert. Und hier kann ich auch noch Hugos Hand reinschenken. Fingern. Na gut. Was hiermit? Kann ich auch mal betätigen. Dann fahren wir mal hoch. Mit Hugos Hand in der Hand. Also eher Hugos Arm. Ich möchte mich übrigens ganz stark gegen Diskriminierung von Hugos einsetzen. Der Hugo war nett, der Hugo hat nichts getan. Hier sind ganz viele Hugos drin. Oder waren ganz viele Hugos drin. Spannend. So, kann ich jetzt hier mit Hugos hier die Tür öffnen, mit Hugos Hand? Nein. Na gut. Es war ein Versuch wert. Wir könnten aber gucken, ob wir noch einen zweiten Hugo kriegen. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Auch noch nicht rein. Von hier bin ich gekommen, ne? Ja. Gibt's hier noch einen zweiten Hugo, den ich kriegen kann? Ich glaube nicht, ne? Das ist alles vertikale. Aber warte mal, ich hab doch... wo ist denn das? Ich hab doch den einen fehlerhaften runtergejagt. Warte mal. Vielleicht finde ich hier an den Überresten die zweite Hand, die ich brauche. Das könnte durchaus sein. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist das denn? Das sieht man von hier echt schlecht. Da ist die Plattform. Irgendwie vorne muss der runtergekommen sein. Vielleicht gehe ich einfach noch mal ein Stück zurück. Vielleicht finde ich ja dann was. Aber irgendwas muss ich ja mit Hugos Hand jetzt machen können. Ich kann auf jeden Fall schon mal nichts mehr betätigen. Also ich muss Hugos Hand erst irgendwo abladen. Aber wo? Hier das betätigen, ne? Verwirrt. Wahrscheinlich übersehe ich irgendwas.
das nochmal hochgehe, ich kann ja oben die Ausrichtung ändern der einzelnen Sachen. So. Die kann ich alle ändern. Und hiermit wird der Stammbaum ein Kreis. Es fühlt sich so an, als wenn ich einfach drei Hugos kriegen würde. Die Frage ist aber, woher ich die drei Hugos kriege. Was mache ich mit der hier Hugo-Hand? So, warte mal. Das da, da oben ist das. Ja, vielleicht muss ich nochmal ein Stückchen zurück. Kann ja sein. Ist nur die Frage, wie ich nochmal zurückkomme. Aber hier war es ja nicht. Hier habe ich auch nichts verpasst, glaube ich, oder? Auch erstmal. Achso, hier ist der Raum, ne? Hier kann ich doch nichts machen. Du siehst irgendwie kaputt aus. Oder hätte ich Hugo in der richtigen Reihenfolge da durchschieben müssen? Ah, hier ist so ein... Ah, sind wir schon mal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir Hugos Hand schon mal, ne? Weitergebracht. So. Bleibst du jetzt offen? Du bleibst jetzt offen. Aha. Okay, was haben wir hier? Hier sind überall... Die sehen schon ein bisschen erwachsener aus. Bin ich eventuell auch so aufgewachsen und bin dann zu sowas hier geworden? Könnte sein. Thank you.
ist denn hier passiert? Was ist denn los mit euch? Alle tot? Ist das ein Herz? Das könnte ein Herz sein, oder? Jetzt kommt noch spooky Musik, wahrscheinlich. Das sieht verstopft aus. Das auch. Und das sieht verdächtig nach Eiern aus. Erinnert mich so ein bisschen an Alien. Welcher kranke Geist hat sich den Quatsch eigentlich ausgedacht? Vorne hin, ich will da hin. Let me in. Let me in. Ich komme gleich rüber. Dann vielleicht nicht so wichtig. Gehen wir weiter. Jetzt sind wir hier. Ah, jetzt könnte ich eventuell da rüberlaufen, oder? Nee. Da haben sie einfach unsichtbare Wände hingebaut. Sagen sie sich keinen Bock drauf. Erstmal gucken. Schauen wir mal, was haben wir hier? Das sieht schon wieder nach einem Ei aus. Was bist du? Scheinst du das letzte Ei zu sein, das da, ne? Oder so in der Richtung. Oder ein Wurm. Schauen wir mal. Okay. Rein damit. Als wenn mir wär's, soll ich so einen abgefahrenen Scheiß mal in Minecraft bauen? Krass. Wo geh ich eigentlich hin? Okay, geht's nicht weiter, aber was sollte das dann? Hä? Warum? Spiel, warum? Hä? Muss ich jetzt alle davon öffnen? Aber nicht. Scheint ja mehrere von zu sein, oder? Irgendwie doch ein bisschen sehr abgefuckt, hä? So, kann ich dich denn jetzt noch da hoch bewegen? Geht das? Okay, ich kann schon mal mit dem Dude hier nichts mehr machen. Na gut. Ich dachte ja vielleicht. Okay, weiter geht's.
Weiter im komischen, kaputtigen Text. Ja, so ein bisschen unbehaglich wird einem langsam schon bei der Mucke hier. Können wir jetzt hier was drücken? Geht das jetzt? Nein. Das ist schade. Was muss ich jetzt machen? Okay, hier gibt es halt noch so Mobbits, ne? Hm. Hier war... Ach, vielleicht muss ich einfach mal weiterlaufen. Wer weiß das schon so genau? Genau, von hier kam ich. Dann gehen wir mal hier rein. Aber hier war ich doch auch schon, oder? Bin ich hier nicht reingelatscht? Doch, hier bin ich doch reingelatscht. Schwachsinn. Dass ich ausgerechnet jetzt meine Waffe kriege. Was macht das Ding denn? Scheint eine Art Greifarm zu sein, oder? Ich weiß halt nicht, was ich mit machen soll. Hm. Ich kann ja auch nicht hier drüber hüpfen. Oder so, das geht ja nicht. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt gerade. Das scheint eine Art Greifarm zu sein. kannst du gerne machen, Timo.
Es hat sich doch nicht verändert. Ich dachte, es würde sich verändern. Also, so viele Hinweise. Ja, hau raus. Zurück. Da vorne hatte ich die Waffe her. Ja, ich muss nur gucken, wie ich da hochkomme. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ach, jetzt kann ich den benutzen. Okay. Never mind. Hat er den jetzt irgendwie reingestellt oder wo ist der Typ hin mit dem? Komm her! Hingeschmissen. Ach, da ist sie doch. Richtig, Genie, bin ich schon wieder. Okay. Yep. So. Geh nochmal dahin. Gönn dir den Gundir mal. Jetzt weiß ich nur gerade nicht, wo habe ich denn noch so einen? Da ist noch einer. Da ist ja noch einer. Hat das mit der Benachrichtigung eigentlich mittlerweile funktioniert, Timo? Game das hier. So, was ist das hier jetzt? Okay. Irgendwie macht das hier alles noch nicht so richtig Sinn. Aber das ist schon okay. Okay.
So, jetzt muss ich wahrscheinlich in die Richtung, da drüben muss auch noch aktivieren, I guess. Hier runter. Okay. Ja, wie gesagt, wenn es zu anstrengend wird, ich kann da auch gerne mal reinschauen. So, hier, dich muss ich noch aktivieren. Ah, mein rechtes Ohr juckt. Kann ich dich denn jetzt? Ich kann ihn einfach nicht treffen. Abgefuckte Scheiße. Ah, das sind diese Lupen, die da aufgehen, verstehe. Hallo. Stopp, 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 stopp. Mia, stopp. Ich muss noch kurz Pause machen.
Ei, kritischer Käse. Kritischer Käse, da kommt meine Tochter einfach reingeflitzt. Das ist nicht unbedingt ein Spiel, was die gute Dame sehen muss. Ich glaube, ich mache jetzt gleich kurz erstmal Pause und gehe meiner Tochter gute Nacht sagen und dann spielen wir hier gleich weiter. Na, schön hier ein bisschen pausieren, ich mache euch Musik an und dann hören wir uns gleich. So we can leave the lights on. And you're sick of questioning the way that calls you every hour. But in the night with you is clear. So we can leave the lights on. I can't listen to these stupid songs, 'cause they all remind me that you're gone. I'm still sleeping in your favorite tea. Pictures I just can't delete. Don't know how to be alone. If I can't live without you, I can't live at all. I'm sick of finding reasons to feel the way I did before. I don't wanna waste another day. I don't wanna wish that you would stay. If I know I should let go, why do I hold on to you? I don't wanna waste another day. I don't wanna say I'm not okay. If I know
Yeah.
careless with my heart again. A hurt I can't delete. All the misery and pain you felt, you blamed it all on me. I took a bullet for your broken glass, couldn't save you anyways. You go past to see if we would last. I was used to believe. Today, guck at all, forever. Da bin ich wieder. Muss mal hier talken, ob die aus der Ausschnitt noch gut aussieht. Oder habe ich eben den Greenskins nicht verschoben? Perfekt. So, fortsetzen. Auf ins Getümmel. Also auf in die Wüste. Okay, ich habe natürlich wieder meine Waffe verloren. Also was hier auch immer abgegangen ist, ne? Irgendwas ist hier auf jeden Fall richtig, richtig, richtig für ein Popo. Bruder, du siehst nicht gesund aus. Ah, guck mal, jetzt kann ich wieder. Aha. Houston, ich habe einen kaputten Brustkorb. Irgendwie ist das hier ein ganz abgefuckter Planet. Relativ schlauchig aufgebaut, ne? Ist jetzt nicht so, als wenn man sich so ultra frei bewegen könnte. Abgefuckten Variante, das ist hier auch eine Art, wenn man Screenshots macht. Eine abgefuckten Variante, das ist hier auch einfach, was ist so ein Atlantis, nur dass da Experimente gemacht worden sind, die richtig schief gegangen sind.
gehe einfach hin und baue in so einer obskuren Form Svens Bahnhof im Atlantis Playthrough. Da kommt jetzt nochmal ein Gebäude, okay. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Das sieht schon wieder fast wie ein Eingang aus, da kommen wir aber bestimmt nicht hin, aber hier gleich wieder unsichtbar. Ja, hier ist eine unsichtbare Wand. Natürlich ist da eine unsichtbare Wand. Wo auch sonst? Hier bin ich doch. Gewesen bin ich doch hier. Kann ich hier nochmal rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, jetzt komme ich zu der zweiten Etage, die Thema eben meinte. Nice. Richtig Bock da drauf. Kann das sein, dass ich Depp einfach eine Kreatur ins Leben gerufen habe? Hm? Lost meine Waffe auf jeden Fall, Kleiner. Krieg ich die wieder? Du scheinst auf jeden Fall schon mal nicht so aggressiv zu sein, dass du mir anfallen willst. Er hat auf jeden Fall meine Waffe. Das ist schon mal sehr schade, aber die hätte ich gerne wieder. Fliegst du herzlich eigentlich jetzt? Nö. Nun denn. Kurz die Vorschau hier mal wieder klein machen. Beziehungsweise eigentlich könnte ich es ja ausmachen. Da, so. So, da vorne ist ein Köpfchen, kann ich aber wahrscheinlich immer noch nicht bedienen, ne? Nö. Oder hast du, mein Kleiner? What is this? Tür offen oder was? Ne, immer noch nicht. Was habe ich damit jetzt gemacht? Hä? Bruder, lass mich rein! Hm, na gut. Achso, ich war vorher auf der anderen Seite, ne? Das da kenne ich doch. Okay. Also muss ich jetzt wahrscheinlich die anderen Module hiervon finden, damit ich alle hacken kann, damit ich da reinkomme. Okay, hab verstanden.
Auf dem Weg dahin werde ich meinen kleinen Freund wahrscheinlich nochmal begegnen. Das ist aber auch okay. Man, der sah ja ganz nett aus, oder? Ich fand ihn ja ganz knuffig. Ist hier vielleicht nochmal so ein Ding? Nö. So, da war ich gerade. Gehen wir mal darüber. Timo, wie viele Stunden hast du gebraucht hierfür? Oh, hier ist offen, das ist neu. Okay. Okay. Wohl schneller sein. Wie nennen wir ihn denn? Ich meine, Hugo hieß unser kleiner Freund. Dann ist das hier Georg. Nee. Klaus. Wen? Klaus. 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 Klaus ist scheu. Er mag wohl keine Kreaturen. Auch wenn er selber eigentlich eine ist, aber er mag wohl keine. Klaus. Mensch, Klaus, ich brauch das Ding, was du da hast. Klaus. Klausi. Das ist Klaus. Hallo, Klaus. Oh, komm schon, Klaus. Klaus. Hallo? Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Dieser kleine Frechdachs. Das ist Klaus. Hi, Klaus.
okay. Ich glaube, Klaus hat uns doch lieb. Nett vom Klaus. Klaus mag uns also. Ja, kann ich mal bitte hier durch? Danke. Hoch. Entschuldigung, eine Sekunde. Der gute Mann macht bei einem Warhammer Tabletop-Turnier das erste Mal mit und ist ein Fun-Turnier. Und hat mir gerade geschrieben, dass er zu seiner Einheit, die er aufgebaut hat, denn jetzt geschrieben hat, denn jede Einheit braucht seine Geschichte und jeder Trupp, glaube ich, also jeder braucht halt einen Namen daraus. Und das hat er mir gerade geschrieben. Und da habe ich ihm gerade nur gesagt, dass ich das später nachlese. So. Klaus haben wir ja erfolgreich jetzt mitgenommen. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier oben? Was ist das denn? Ah, da kann ich die Knifte wahrscheinlich reinstecken, ne? Nee, den Key. Okay. Auf jeden Fall da bei dem. Okay, dann auf jeden Fall da oben. Nee, doch nicht. Okay. Fair enough. Guter Schlüssel. Coole Mechanik, mag ich. Hat was. I like. Mit einem Gadget ausrüsten. So, Klaus, mach mal Tür auf. Gut, geil, Klaus. Fein gemacht hast du es, Klaus. Fein. Okay, mach dich ehrlich offen. Okay. Okay, so. Hier konnte ich aber auch nichts mehr machen, ne? Das hier war auch alles nur. Ja. Ich kann immer noch die Tür nicht aufmachen, was mich ein bisschen triggert. Was ich machen kann, ist der hier. Mal gucken, ob ich jetzt was anderes hier finde. Jetzt gehen schon mal zwei runter.
Jetzt muss ich noch um den hier kümmern. Das heißt, wahrscheinlich muss ich noch mal, muss ich jetzt noch mal hoch? Gehen wir noch mal hoch, oder? Ja, würde ich behaupten. Lass uns noch mal hochgehen. Gucken, ob es da oben noch irgendwas gab. Ich bin irgendwie ein bisschen... schon wieder so ein bisschen Brain AFK. Ich bin halt auch nicht mehr der Jüngste. Hier wollte ja Klaus das wieder langlaufen. Und hier vorne war aber nichts mehr, ne? Hier ist einfach wieder eine unsichtbare Wand. Ne, ist es doch nicht. Ich bin nur hängen geblieben. Ich bin hängen geblieben, ne? Papa, ich bin besonders. Ah, stimmt, hier gab es noch mehr Wege hier oben. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir haben die hier, wir haben die noch. Und wir haben die. Gehen wir nochmal hin. Hier gibt es ja zumindest keinen Körperklaus gerade. Sehr schön. Easy game. So, jetzt habe ich den Quatsch schon mal unten ausgeschaltet. Gut. Dann können wir noch kurz gucken, was hier oben noch ist. Was ist das hier? Da. Ich würde einfach mal da lang gehen. Wenn ich hier schon mal alles frei geätzt habe, warum nicht? Haben wir einen Schlüssel?
Das ist doch wieder diese komische Brutkammer, ne? Ist auf jeden Fall ein ziemlich gestörtes Spiel, würde ich behaupten. So, wenn ich da eben war. Das war der Speiseröhrenblues. Oh yeah, der Speiseröhrenblues. Badibibiba, der Speiseröhrenblues. Ich bin der Speiseröhrenblues. Ah ja, guck mal, jetzt geht's. Sweet. Und jetzt? What? Warte mal. Der muss am weitesten rein. So, dann heißt es, der kommt jetzt mit. Gemacht. Hä? Okay. Jetzt habe ich wahrscheinlich den Schlüssel oder was? Dann gehen wir mal wieder zur Tür zurück. Jetzt müsste die ja aufgehen, richtig? Kann ich eigentlich speichern im Spiel? Nö. Speichert automatisch. Okay. Gut. Ist das Backtracken oder was? Scheint so. Thank you.
ist los mit Klaus? Warum macht Klaus das? Ah, weil sie mir eine neue Spielmechanik zeigen wollen. Okay. Ah, hier sind wir wieder am Anfang. Ah, guck mal hier, Backtracking und so. Sieht lebendig aus. Ach, guck mal hier, aufgewertet. Cool. Wenn ihr Kinder habt, ne? Das ist ja perfekte für Halloween, um die Kinder garantiert daran zu hindern, dass sie schlafen. Das ist jetzt nicht irgendwie Hardcore-Horror, aber hier ist einfach nur kompletter Psycho-Shit. Das macht dich ja kaputt im Kopf. Stell dir mal vor, ihr müsst auf so einem Planeten erkunden gehen. Ihr findet einfach so ein. Ihr fliegt so schön, so Elon Musk, so hier, piu piu, ab in den Weltraum. Na, geht mal ein bisschen erkunden. Oh shit. What the fuck are you, my friend? Weißt du, und ihr kommt an so einer Facility an. Ich glaube, ich würde Elon Musk vorhin sich eine Nachricht schreiben und einfach mal fragen, ob er Lackersoffen hat. Dann würde ich auch schon wieder wegfliegen. Wieder so einer. Verzeih dir.
Ja. Pa. Was für ein Quatsch. Achso, oder war das? Nee, es war nicht für. Was? Für oben? Doch, das war für oben, damit ich oben durchkomme. Aha, okay. Okay, dann drehen wir nochmal. Muss ich ihn wieder zurückdrehen. Okay, verstehe. So, gab's denn irgendwas? Nö. Jetzt gehe ich zurück, dann steht da wahrscheinlich wieder so ein Vieh. Das wäre so ein Vieh. Ja, ne? Au! Kann ich mich denn jetzt heilen? Wäre schon wieder anders unangenehm, das hier. Jetzt überhaupt richtig? Ich glaube ja. 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 Okay. Was seid ihr denn bitte? Willst denn du schon wieder? Okay. Nicht geil. Mal kurz in Einstellungen, Steuerung gucken. Wie kann ich mich denn heilen? Vorwärts, seitlich, zielen, fallen, abbrechen, nachladen, Inventar. Es gibt ein Inventar. Das ist interessant. Heilen ist eh. Das hätten sie ja mal erklären können, dass jemand eh heilt. Eine andere Waffe. Hier ist irgendwie eine Kackwaffe.
aber garantiert dazu Viecher bei rum. Geh weg. Okay, keiner am Leben. Okay. Ah, da ist wieder so einer. Yeah. Die treffen mich überall, die Viecher, kann das sein? Das ist aber krass anstrengend. Wie kann ich hier denn ausweichen? Du lebst noch. Scheiße. Jetzt nicht mehr. Was ist denn hier mit passiert? Was ist denn? Hier los? Gib mir Flammenwerfer. Bisschen widerlich. Was ist denn hier überhaupt passiert? Was ist hier gelaufen? Okay. Was ist das hier? Was kann ich damit machen? Okay. Ich kann damit so Kugeln nehmen, ne? Okay, verstehe. Du nimmst sie nicht mehr mit. Ah, so eine permanente Brücke, ich verstehe. Okay. Wo kriege ich denn jetzt so eine Kugel her? Ich muss aber nicht da hoch, oder? Please, please not, don't do it. Fahr wieder runter. Gibt's auch nichts zum Aufheben, oder? Warte mal, die Seite nicht? Nee.
glaube, ich muss erstmal weiterlaufen. I don't like this. Ich ignoriere dich mal kurz. Bist du? Ah ja. Heilung. Schon ganz cool. Hä? Ach, gedrückt halten, ja. So. Beautiful. Ich kann jetzt noch einen nehmen und ich bin wieder full life. Sehr schön. So. Jetzt habe ich ihn da als Problem, ne? Du brauchst relativ lange, bis du schießt. Spuckst du jetzt nochmal oder? Jetzt spuckst du, okay. Ah, ich komme gar nicht rüber. Oh, okay. Entschuldigung. Komm ich jetzt irgendwo weiter? Nee, ne? Nee, hier geht's nicht weiter. Das war einfach nur, um Heilung zu kriegen. Okay. Fair enough. Fair enough. So. Jetzt habe ich immer noch mein Kugelproblem, Leute. Wo Kugel? Ich helfe die zweite Ebene hoch. Nee. Hier war doch eben dieses komische Vieh, ne? Ja, aber hier. Ja, halt die Backen. Nerv nicht. Okay, gehen wir hier nochmal lang. Stimmt, ich bin eben einfach rechts abgebogen, ja. Wieso kann ich dich nicht treffen? Das ist doch Unfug. Da ist aber nichts. Da müssen wir uns mal woanders hin. Okay, verstehe. Eine Sekunde. So. Spiel, warum bist denn du so eklig? Wow. So ein bisschen schüttelt's mich hier, ne? Ich glaube, den ganzen Abend werde ich das nicht gamen können. Blöde. So, wo? Hab ich gerade gehört, wo bist du? Boah, Alter. Das hier ist doch safe gleich was, was runterfällt, dann gibt es dann ganz viele Lebende von denen. Thank you.
kann dir nicht ausweichen. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr weg, oder was? Cool, danke. Nicht weiterlaufen. Gut zu wissen. Die finde ich aber super eklig. Bäh. Siehst du, also wenn da noch Blut drin wäre, kann ich ihn jetzt nochmal benutzen? Nee, ne? Geht nur einmal. Okay. Das habe ich bei den anderen gar nicht mir angeguckt. Ob das mehrfach geht oder nicht. Es ist so widerlich einfach. Du kannst nicht ausweichen. Das ist so ätzend. Ach Gott, jetzt habe ich zweimal nicht getroffen, ne? Cool. Ja, du kannst auch vorne weglaufen, das ist echt anstrengend. Das ist wirklich ein bisschen nervig so. Kann ich etwas wie blocken? Nee, ne? Zielen, feuern, wechseln, heilen. Jetzt scheinen sie ins Bett zu sein. Meine Tochter war gerade nochmal wach. Ich muss gerade ein bisschen drauf achten. Ob ich zur Hilfe gerufen werde oder ob es geht. So eklig alles.
Oh Gott, jetzt bin ich in der Sackgasse. Und noch zwei von denen, cool. Bin ich jetzt gestohlt? Weg ist. Ja, okay. Das ist ein bisschen schlecht gemacht, wie ich finde. Jetzt bin ich wieder getroffen. 3, 2, 1. Ja, dass man den nicht ausweichen kann, ist halt anstrengend, ne? Und die Waffe hier ist auch eher so schwierig. Na gut. Das ist quasi jetzt ein Aufzug. Kostet mich auch einfach noch mein ganzes Leben. Ist ja nicht so, als wenn der Quatsch nicht schon anstrengend genug wäre. Pistole. Nice. Hä? Oh no. Warum sagt einem das Spiel das nicht? Wieso kann ich das Nachladen nicht abbrechen? Game, please. Oh mein Gott. Kann ich nochmal... Nein, kann ich nicht. Ah.
Okay, wie funktioniert das? So ganz verstanden habe ich es noch nicht. Ach, die müssen alle die Mitte zeigen, ne? So. So ist. Dreht sich damit, okay, so. Jetzt. Das ist das zweite Moped. Doch keine Heilung, ne? Einfach keine Heilung hingestellt. Das ist aber bitter. So, ich bin jetzt auch schon wieder knappe 3 Stunden hier dran. Ich glaube tatsächlich, dass ich für heute dieses Spiel beenden werde. Und zugegebenermaßen, das hier muss ich mir in Dosen reinpfeifen, in gewissen. Und nicht alles auf einmal. Weil das hier auf eine Art und Weise abgefuckt ist, die mich ein bisschen fertig macht. Achso, da kommt jetzt gleich was. Schon mal fertig. Und dann würde ich glatt sagen, machen wir hier auch beim nächsten Mal weiter. Ja, zurück zum Hauptmenü. Krass. Das ist ein doll anstrengendes Spiel, wie ich finde. Ein ganz doll anstrengendes Spiel. Aber auch ein sehr spaßiges. I would say. So, da ich damit ein anstrengendes Wochenende hinter mir habe, werde ich noch entspannt irgendwas anderes daddeln und werde mich hier auch mal wieder verabschieden. Ich muss mal gucken, wann ich das Gaming-Zeug, wann ich Horror weiterspiele. Vielleicht wird das so ein Ding für sonntags werden in Zukunft. Ich habe zwar nicht jeden Sonntag Zeit dafür, um Horror-Streams zu machen. Aber ja. Wenn ich sonntags Zeit habe, werde ich das weiterspielen. So, dann. Ach Gott, meine Kappe ist komplett schief, ne? Ich hasse es. So.
So, dann würde ich mal sagen, beende ich den Stream für heute. Schön, dass ihr da wart, hat Spaß gemacht. Und ich weiß gar nicht, wann ich wieder streamen kann. Muss ich nächste Woche gucken. Ist momentan sehr unregelmäßig bei mir. Aber ja, beim nächsten Mal gibt es dann wieder San Andreas. Ich würde mal sagen, ja, wir hören uns gleich noch, Sven. Wir hören uns gleich noch. Als ob du mich so schnell loswärst, Schnucke. Bis gleich.